50 Jahre Herrgottstadt am Ischl, Karl-Heinz, 2017. Das schönste Geschenk, was die Karin Leibniz zum Geburtstag ist, dass sie so eine Wasser zu zahlreichen sind, ausverkauft. Das soll es später mal noch geben. Für meine Anlasslos und einen ganz besonderen Dank von uns. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Volksrat hat extra ein Seminar auf Pendelmännchen verlegen, das sei von der Kreislauf erkennen, weil sonst sicherlich da gefallen uns auch, dass es noch hier gibt. Grüß euch. Guten Abend an zahlreiche Freunde aus Nahenfern, aus Magdeburg, aus Dassau, aus Bülkenburg, aus Wien, aus der Steinburg, von allen Herren, eigentlich möchte ich fast sagen. Ohne euch war das alles nicht so schön, wie es ist. Das sind so die vielen, schon seit Jahren bei uns. Und da kann man vielleicht danken, viel von mir, viel von weit her, dass wir uns so schön aufbringen. Und da nochmal einen ganz herzlichen Dank meinerseits. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt wirklich überwältigt. Und es ist voll schön, wenn ich da rumstehe, als Veranstalter und Mitveranstalter. Und der Kongress hat es ausverkauft. Das ist wirklich toll, super, dass du da sind. Herzlichen Dank. Ja, noch toll, mein Lenker. Das kommt jetzt ins Lesko. Ja, meine Damen, der Stadt der Ischl feiert heute, oder heuer, das 50-jährige eingestellte Jubiläum. 1966 wurde die Garde der Stadt der Ischl gegründet und aus 1966 wurde jedes Jahr ein Kadrendanz in der Ischl abgeleitet. Und 1966, das heißt die Garde und ich, sind gemeinsam noch 50 Jahre. Und heuer feiern wir bereits den 51. Kadrendanz. Und das sind es geht ganz einfach immer wieder weiter. Und so war es auch bei unseren Musikanten die letzten 50 Jahre, dass sie immer wieder weitergegangen sind. 1966 hat die Simon Geigenmusik angefangen und mit ihrer einzigartigen Musik haben sie den Salzkammer und der Feierabend sehr geprägt. 22 Jahre später, also 1988, hat dann schon unser Selbstverwurz Geigenmusik übernommen. Und 1990, mit der Besetzung, 1990 angefangen haben wir mit der Besetzung spielen sie auch heute noch. Und sie sind alle da, nämlich nur das persönlich vorstellen, weil sie also so lange aufspielen, der Immer und der Gerhard Kröner, der Kanter weg und der Schulterfeld. Mit einer einzigen Ausnahme. Der Nöpper Klaus hat vor zwei Jahren aufgehört zu spielen. Aber ich erinnere mich nur sehr, wie er gesagt hat, Jörg, jetzt hole ich. Ich kann mich zurückziehen und ich habe eine Musik gefunden, die so gut ist, dass ich an der Feldamt noch weiter spielen kann. Und heute haben wir uns mit die Fanfreiheit ausgemacht, dass uns eine Zukunft entsprechend auch als Kammerwürdigkeit auch unterstützen. Es kann sein, dass einer von den Musikanten plötzlich ein ganz anderes Instrument spielt. Es kann auch sein, dass uns plötzlich mit einer ganz anderen Besetzung überrascht. Es
Sie sind einfach Profis. Begrüßen Sie mit mir unsere Musikanten, die Fernsehgeiger aus dem Ausseeler Land und unser Sitzkommando bei uns. Herzlichen Dank. Für euch ein Geschenk zu machen und wir haben uns ein paar ausgeteilt. Wir haben euch teuer eine Festschrift aufgelegt, aus der ihr nicht nur das heutige Programm entnehmen könnt, sondern einiges über die Chronik der Garde der Stadt Radischen oder über den Schwerttanz oder einige Details über alle unsere Musikanten, die je nach Salzburg und der Fremdanz gespielt haben. Herr Dolfenbach, Christian, ich erwähne jetzt trotzdem, er ist leider nicht da, Gedankeskorn, mit dem ist er noch nicht genug getroffen, aber er hat diese Festschrift fertiggestellt und also so gemacht, das heißt, ist. Ich glaube, hätte man Herrn nicht gehabt, hätte man es bis heute nicht geschafft. Ja, das ist ein Programm weitergegeben. Ich möchte noch eins klarstellen. Das sind die 50 Jahre und Tage, wie er gesagt hat, ich bin es noch nicht. Ich bin 38 und das schon 20 Jahre. Ich habe eine schöne Aufgabe, nämlich einen ganz kurzen, knappen Teil. Normalerweise hat es den Grund, dass ich immer rede und dann aufhöre. Ich darf mich bedanken bei sehr vielen, die das Ganze möglich gemacht haben. Das heißt einmal bei der Frau Ebi, mit der wir uns sehr gut auskommen, die uns sehr unterstützt und die uns den Säulen so schön herrichtet. Und ihr Team natürlich, inklusive der Technik. Ein herzlichen Dank. So eine Veranstaltung braucht doch einiges und heute zu beschwindigen, weil die Schwerter ist dann später. Ja, unser Herr Bürgermeister und Vizebürgermeister sind schon erwähnt worden. Sie sind immer sehr wohlwollend, weil wir unsere Veranstaltungen und Einrichtungen kommen uns da sehr entgegen und machen auch das möglich, dass wir diesen festlichen Rahmen feiern können. Danke. Die Musiken sind schon mehrfach erwähnt worden. Ganz wichtig, zentral, jetzt haben wir ein Dach über dem Kopf, einen Musi haben wir, einen Tanzboden haben wir. Wir haben sehr viele Leute im Hintergrund, die kleine Sachen gemacht haben, wie zum Beispiel große Sachen mit unserer Festschrift, die wir zum Glück wahrscheinlich inzwischen eine Schiene gebraucht hätten, wenn da mit einer bei uns im Knack sitzen muss. Ihr habt es auf den Tischen kleine Bläser gesehen, die kurzfristig entstanden sind. Und dann ist die Check gemacht. Die ganze Dekoration ist eingerichtet worden. Da Kinder zusammengeholfen, die Anfänger auch gecheckt und mitgearbeitet. Das ist schon die Chance. Darf ich mich mal nicht bedanken, weil ohne euch arbeiten nicht mehr alles. Und so toll wäre es ja wird. Danke. So, wie es geht weiter, wie im Auftritt.